Dass es im Internet verstörende Dinge gibt, weiß bestimmt jeder. Doch nicht immer müssen diese Dinge ruhig und mysteriös sein. Oftmals kann es laut und aggressiv sein und uns trotzdem Angst machen. Ich bin im Internet auf so einen Kanal gestoßen, mit ziemlich verstörenden Inhalten. Der Kanal heißt Psikushka, wahrscheinlich falsch ausgesprochen, und daneben steht nochmal das gleiche Wort, aber mit kyrillischen Buchstaben. Heute nehmen wir mal diesen Kanal genauer unter die Lupe. Fangen wir erstmal mit dem Profilbild an. Zu sehen sind Knöpfe mit Zahlen und Buchstaben. Vermutlich ist das ein Fahrstuhl. Man sieht auf jeden Fall, es ist ziemlich alt und heruntergekommen. Der Name heißt vom Russischen übersetzt sowas wie Psychiatrie. Der Name macht auch Sinn, wenn man sich die Videos anschaut, aber dazu kommen wir gleich. Der Kanal wurde am 3.2.2021 gegründet und es ist sogar ein Instagram-Profil verlinkt. Doch mehr als ein Profilbild, das dasselbe wie von YouTube ist und der eigene YouTube-Kanal, der verlinkt ist, gibt es nicht mehr. Die Person folgt noch drei weiteren Personen, diese drei Accounts sind aber jetzt nicht wirklich besonders. Zwei von diesen Accounts, die diese Person folgt, sind englischsprachig und der andere Account ist auf Ungarisch, soweit ich das herausfinden konnte. Das bedeutet, wir haben jetzt schon drei Sprachen in Verbindung mit dieser Person. Russisch, Ungarisch und Englisch. Gehen wir mal zurück auf den YouTube-Kanal und schauen uns einmal den Kanalbanner an. Die Sonne scheint unterzugehen und es sind Bäume erkennbar. Anscheinend ist dort auch eine Person. Ich bin mir aber da nicht so sicher. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr dort eine Person seht. Möglicherweise ist das auch ein Baum. Kommen wir jetzt zum ersten Video. Das erste Video erschien am selben Tag, als der Kanal gegründet wurde, also am 3.2.2021. Zu sehen sind irgendwelche Muster und Farben. Es wird reingezoomt, rausgezoomt, aber ansonsten passiert im Video nicht mehr. Doch was hier das Gruselige ist, sind die Geräusche. Man hört ein dämonisches Lachen, dann wird es zu einem Weinen. Es wird Sekunde um Sekunde immer verstörender. Am Ende hört man einfach nur Stimmen, die merkwürdige Geräusche von sich geben. Aber ganz klar ist ein Stimmverzerrer zu hören. Ich blende euch das mal kurz ein, aber nur ein paar Sekunden, da diese Geräusche echt verstörend sind. Das Video heißt auch Cursed, was übersetzt verflucht heißt. Das zweite Video heißt Cursed 2 und es ist fast wie das erste, nur noch verstörender und beim Anschauen habe ich einfach nur Gänsehaut bekommen. Ich kann nicht wirklich sagen, was dort passiert, aber es ist einfach gruselig. Eine Person schreit die ganze Zeit im Video und dieses Schreien ist einfach nur schrecklich. Am Ende des Videos singt sogar die Person, also so hört es sich auf jeden Fall an. Das dritte Video heißt Nightmare und man hört schiefe Klaviertöne und diesmal sieht man sogar etwas. Anscheinend ist die Person in einem Garten. Also es sieht so aus wie ein Haus mit Garten, das an einem Wald angrenzt, denn Bäume sind auch zu erkennen. Ich könnte auch natürlich komplett daneben liegen und einfach komplett was Falsches reininterpretieren. Man erkennt halt einfach eben fast gar nichts. Wieder mal hört man die Person weinen. Später hört man dann auch ein Monster, also es hört sich an wie ein Monster. Dann fängt eine Person mit verzerrter Stimme an zu singen und als nächstes hört man eine kindliche Stimme schreien. Es ist wirklich grausam. Im nächsten Video sieht man eine Puppe. Sie ändert ständig ihre Position, bis sie dann auf die Kamera zukommt und direkt in die Kamera reinschaut. Es sieht so aus, als würde die Puppe einen direkt in die Augen schauen. Was auch noch interessant ist, unten steht ein Datum, 3. Oktober 1982. Ich gehe jetzt nicht mehr so detailliert auf die ganzen Videos ein, sonst wäre das Video viel zu lang, aber ich werde über die wichtigsten Dinge in den Videos erzählen. Das nächste Video heißt Mental Asylum. Mental Asylum heißt übersetzt Nervenheilanstalt, also auch sowas wie eine Psychiatrie, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube, das ist sogar dasselbe oder ähnlich. Dort sieht man eine Rumführung durch die Heilanstalt. Wieder mal hört man Schreien und gruselige Musik. Wer auch immer dieses Video gemacht hat, will uns sagen, dass das, was dort passiert, schrecklich ist. Sonst würde diese Heilanstalt ja nicht wie der größte Horror gezeigt werden. Man bekommt die ganze Zeit Angst bei jedem Raum, den man sieht. Hier gibt es auch wieder ein Datum. 14. September 1978. Das bedeutet, zwischen den beiden Videos gibt es einen Jahresunterschied von 4 Jahren. Was ich persönlich ziemlich merkwürdig finde. Ich blende euch jetzt nochmal ein paar Szenen von diesem Video ein, da ich das ziemlich interessant finde. Aber keine Sorge, man hört keine Geräusche, die mache ich weg. Das nächste Video heißt Curse 3, also wieder verflucht. Man sieht wieder Muster und diesmal habe ich sogar das Gefühl, dass es eine Art Hypnose ist. Wieder mal ist ein Schreien zu hören,
Und als ich mal die Untertitel angemacht habe, sagte jemand "Oh", doch es war nicht zu hören. Die ganze Zeit über läuft eine schiefe und gruselige Musik. Dazu ist noch zu erwähnen, das erste Video des Kanals bis zu diesem Video jetzt, also Curse 3, wurden alle am selben Tag hochgeladen. Die Person hat also 6 Videos an diesem Tag hochgeladen. Am 1.4. erschien dann ein weiteres Video mit dem Namen Message. In diesem Video wird extrem schnell mit einer hochverzerrten Stimme gesprochen. Vielleicht wollte uns die Person etwas mitteilen, also habe ich das Video verlangsamt, doch ich habe nichts rausgehört. Dann habe ich das Video verlangsamt und rückwärts abgespielt und konnte auch nichts raushören. Es könnte auch sein, dass die Person "Help me" gesagt hat an einer Stelle, aber ich könnte mich auch täuschen, denn es war extrem undeutlich. Nach diesem Video ist dann monatelang nichts passiert. Doch am 9. September erschien dann ein neues Video mit dem Namen Ritual. In diesem Video sieht man wieder nur Farben und Muster und hört schiefe Geräusche. Und das war's dann auch mit diesem 11-Sekunden-Video. Danach gab es keine Videos mehr. Aber was steckt dahinter? Irgendeine Person ist anscheinend in einer Psychiatrie oder war in einer Psychiatrie und lädt merkwürdige Videos darüber hoch. Ich finde, irgendwie ergibt alles gar keinen Sinn. In 4 Videos sieht man echte Sachen aus dem echten Leben, also Gegenstände, Bäume, Häuser und so weiter. Und in den anderen 4 Videos sieht man nur Farben und Muster. Die 4 Videos haben nichts mit den anderen 4 Videos zu tun. An sich hat gar kein Video miteinander zu tun. Bei Avruk zum Beispiel hatten alle Videos irgendwie etwas miteinander zu tun. Also man sah immer dieselbe Skulptur, dieselben Geräusche hat man gehört. Doch bei diesem Kanal sind einfach alle Videos komplett durcheinander und random. Man kann einfach gar keine Informationen aus den Videos herausnehmen, außer dass diese extrem merkwürdig sind. Und wenn man mal auf Kanäle geht, dann sieht man, dass diese Person extrem vielen Leuten folgt. Das sind Kanäle, die so ähnlich sind wie dieser. Also einfach Kanäle mit verstörenden Inhalten, die keinen Sinn ergeben. Ich musste das auch jetzt zensieren, da Profilbilder mit Blut sind. Doch um diese Kanäle müssen wir uns nicht kümmern. Denn ich denke, das Ganze ist eher ein Fake. Wieso sollte eine Person solche kranken Videos machen und weitere Kanäle abonniert sind, die genauso kranke Videos machen? Ich denke einfach, die Person hinter dem Account ist ein Fan solcher Kanäle und hat deshalb beschlossen, selber so einen Kanal zu gründen. Denn man kann nichts Logisches aus diesem Kanal ziehen. Es hat weder eine Geschichte, es gibt weder irgendwelche Theorien oder sonst irgendetwas. Es ist einfach ein seltsamer Kanal mit seltsamen Videos. Doch was meint ihr? Denkt ihr, das Ganze ist fake oder irgendwie doch echt? Ihr könnt euch die Videos einmal selber anschauen, der Kanal ist in der Beschreibung verlinkt, doch ich warne euch, die Videos sind ziemlich merkwürdig und gruselig. Das war's dann auch mit diesem Video, ich hoffe, es hat euch gefallen, lasst gerne eine positive Bewertung da und abonniert den Kanal, um nichts zu verpassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, tschüss.